Liebe Töfffahrer und Töfffahrerinnen, ich darf heute das letzte Mal das Wort an euch richten. So werden wir beten. Gott, unter dem Herrn bin ich allein mit dir, inmitten deiner herrlichen Schöpfung. Das Asphaltband schlängelt sich durch die Wiesen, Wald und Felder. Ich rieche die Natur und spüre fast unendliche Möglichkeiten und Freiheit. Manchmal testet man im jugendlichen Übermut Grenzen auch aus. Manchmal wünschten wir uns alle grenzenlose Freiheit, aber die gibt es nicht. Die Freiheit vom Einzelnen geht immer so weit, wie sie die Freiheit vom anderen nicht verletzt. Darum braucht es auch immer wieder Respekt dem anderen gegenüber, auch wenn wir unterwegs sind im Verkehr. Es geht um den guten Geist, um den christlichen Geist, der uns heute hier zusammenführt, der uns auch im Leben leitet, in unserem Club, im Alltag und in den Familien. Und ich selber bin dankbar, dass ich 13 Mal ein Teil dieser Geschichte dürfen sein. Macht weiter so. Tragt den guten Geist von der Nächstenliebe, Kameradschaft, Solidarität, vom Frieden weiter raus in die Welt, in euren Alltag und auch auf der Strasse. Geniessen das Leben, die Liebe und die Freiheit. Amen. Die 13 Jahre war natürlich manchmal wetterabhängig. Manchmal. Mit Corona, das war ein wesentlicher Einschnitt, den wir es gar nicht machen konnten. Dann haben wir ein YouTube aufgeschaltet, einfach Kurt und ich, oder, alleine. Das Jahr darauf hat man es im kleineren Rahmen können machen. Es war nicht klar, ob es eine Veranstaltung, eine religiöse. Wir haben es nicht gross ausgeschrieben, aber die Ängeren, eben wie Daiju, Altishofen, Grosswangen, die hat man eingeladen und haben es einfach im kleineren Rahmen durchgeführt. Einmal haben wir Schnee gehabt, aber am schönsten ist natürlich so wie jetzt, wenn die Sonne scheint und strahlt. Ja. Gott, wir stehen vor deinem Angesicht und rufen zu dir. Segne diese Motorräder, ihre Fahrer und Fahrerinnen und beschütze sie vor Unglück und Schaden. Lass sie Freude finden am Fahren und erhalte ihnen die nötige Übersicht. Bewahre sie vor der Unachtsamkeit von LKWs und Autofahrern. Schenke ihnen Geistesgegenwart und Coolness sowie das nötige Geschick, in gefährlichen Verkehrssituationen richtig zu reagieren. Und lass sie immer wieder wohlbehalten zu Hause ankommen. Das gewähre uns durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Die Töffsegnung ist sicher eine Tradition, die wird weitergehen. Das wird sich zeigen mit meiner Nachfolgerin, der Edith Pfister, die im Moment noch Pastoralraumleiterin ist, zu Pfaffnau. Aber ab 1. Oktober wird sie da die Seelsorge übernehmen. Dann wird man mit ihr zusammen schauen. Wenn sie das nicht machen will, dann wird es jemand vom Pastoralraum-Team machen. Aber die Tradition der Töffsegnung geht 100% weiter. Also nächstes Jahr, im 25., am ersten Sonntag im Mai, sind alle wieder herzlich eingeladen zur Töffsegnung hier in Altishofen. Ich war nie Töfffahrer und ich habe immer gelacht und gesagt, es ist wahrscheinlich für mich und für die anderen besser, wenn ich nicht fahren darf. Ich habe gerne ein bisschen Blech um mich herum, so ein bisschen zur Sicherheit. Aber meine Tochter fährt Töff, der Schwiegersohn. Mein Bruder war auch Töfffahrer. Da habe ich das auch ein bisschen mitbekommen. Aber das Schönste war eigentlich immer, eben wie heute auch, am heutigen Tag, die Freude, die Leidenschaft einfach ja, dürfen zu teilen und dürfen teilhaben daran. Ja, beim IPS bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe zwei künstliche Kniegelenke und seit zwei Jahren bin ich vom höheren Ross runtergekommen. Und ich denke, das ist auch symbolisch nicht so schlecht, wenn Kilo manchmal eben vom höheren Ross runterkommt und mit den Leuten zusammen auf dem Weg ist. Das war mir immer auch ein Anliegen gewesen, eben auch da bei der Töffsegnung, dass man den Ton irgendwie findet und sich bewusst ist, mit wem man hier zusammen feiern darf und den Anlass abhalten.